In Griechenland der Antike, beginnend mit Pythagoras, ungefähr 500 vor Christi Geburt, wurde bekanntlich die Mathematik als wissenschaftliche Disziplin, so wie wir sie heute kennen, aus der Taufe gehoben. Und wenn man die Mathematik in die drei großen Bereiche Geometrie, Algebra und Analysis unterteilt, dann ist es wahrscheinlich fair zu sagen, dass die Griechen sich hauptsächlich mit Geometrie beschäftigt haben. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und eine der Sachen, die für die Griechen sehr wichtig war, war die Konstruktion von geometrischen Objekten mit Zirkel und Lineal. Es gab da sehr strenge Regeln. Man hatte nur zwei Geräte zur Verfügung, wie gesagt, Zirkel und Lineal. Mit dem Zirkel konnte man, wie man sich das schon denkt, Kreise zeichnen. Und mit dem Lineal konnte man natürlich Geraden ziehen und insbesondere auch Punkte verbinden. Die Strecke zwischen zwei Punkten ziehen oder die Gerade durch zwei Punkte ziehen. Ganz wesentlich allerdings war, dass nicht gemessen werden konnte. Also man hatte in dem Sinne noch keine Übereinstimmung zwischen Maßen, Abständen und Zahlen, so wie wir das heute haben. Und das bedeutet, wenn Sie mit einem Lineal gearbeitet haben, dann war das so zu verstehen, dass das Lineal wirklich nur wie ein gerades Stück Holz benutzt wurde, ohne die Zahlenunterteilung, die man hier im Bild sieht. Wenn Sie irgendwelche Strecken übertragen wollten, dann musste das gemacht werden mit dem Zirkel. Das heißt, man hat dann den Zirkel so eingestellt, dass er genau in zwei Punkte reinsticht und diesen Abstand konnte man dann auf andere Objekte übertragen. Aber man durfte nicht messen und das heißt, man durfte also weder Strecken messen noch gar Winkel messen. Sowas wie ein Geodreieck gab es auch nicht. Es gab also diese sehr strengen Regeln und natürlich war alles idealisiert im mathematischen Sinne. Das bedeutet, wie man sich das so vorstellt, Punkte haben keine Ausdehnung, Geraden haben keine Breite. Wenn man irgendetwas zeichnet, ist das immer so gemeint, dass man sich vorstellt, alles würde exakt getroffen werden. Das Lineal kann beliebig lang sein, so lang wie es nötig ist. All diese Dinge finden natürlich eigentlich nur im Kopf statt und das, was man auf dem Papier macht, sind im Prinzip nur Skizzen. Also ganz wichtig ist dabei, dass das, was man da tut an Konstruktionen, mathematisch, logisch nachvollziehbar und beweisbar sein muss. Es reicht nicht, wenn man etwas zeichnet, was ungefähr so aussieht wie das, was man haben will. Das werden wir später noch sehen. Die meisten von Ihnen werden in der Schule sowas schon mal gesehen haben. Wir wollen jetzt trotzdem mal ein paar von den ganz simplen Techniken zur Erinnerung nochmal nachvollziehen. Die werden wir später auch noch brauchen. Also wir fangen mal damit an, dass wir eine Strecke haben, also die Verbindung von zwei Punkten A und B. Und wir möchten den Mittelpunkt dieser Strecke finden. Ich hoffe, Ihnen fällt noch ein, wie das ging. Man stellt den Zirkel irgendwie ein, groß genug, und macht einen Kreis oder einen Kreisbogen um A rum und mit der gleichen Einstellung des Zirkels macht man einen Kreisbogen um B rum. Und wie man in der Skizze sieht, schneiden sich diese beiden Kreisbögen in zwei Punkten. Diese beiden Schnittpunkte markiert man. Dann kann man die Kreise eigentlich wieder vergessen und man verbindet diese beiden Schnittpunkte. Was man dann erreicht hat, ist, man hat einen Schnitt von zwei Geraden oder zwei Strecken. Das ist dieser Punkt da unten, das ist der Mittelpunkt. Und außerdem hat man nebenbei noch einen rechten Winkel konstruiert. Also man hat das, was man haben wollte, die Strecke halbiert und nebenbei als Nebeneffekt hat man auch noch einen rechten Winkel konstruiert. Damit kann man auch gleich die zweite Aufgabe lösen, auch so eine typische Aufgabe. Sie haben eine Gerade und da liegt irgendwo ein Punkt drauf und Sie möchten auf diesen Punkt das Lot fällen, sagt man dazu. Das heißt, Sie möchten eine Senkrechte konstruieren zu dieser Geraden, die genau durch diesen Punkt geht. Das ist nach dem, was wir vorher gemacht haben, auch ganz einfach. Sie pieksen den Zirkel in den Punkt C rein und ziehen irgendeinen Kreis um C rum. Dieser Kreis schneidet die Gerade in zwei Punkten. Diese beiden Punkte markieren Sie. Und wenn Sie diese beiden Punkte haben, dann haben Sie die Ausgangssituation, die wir eben gerade hatten. Sie müssen jetzt nur die Strecke halbieren zwischen den beiden Punkten. Sie werden genau auf C landen. Und wir haben ja schon gesehen, dass wir nebenbei auch einen rechten Winkel bekommen. Also auch das Lotfällen ist ganz einfach. Noch eine dritte kleine Sache und dann war es das auch mit den Beispielen. Man will einen Winkel halbieren. Das heißt also, Sie haben zwei Geraden, die nicht parallel sind, die schneiden sich in einem Punkt M.
Da schauen Sie sich einen Winkel aus, der ist hier grün markiert und Sie möchten eine Gerade ziehen, die genau mittig durch diesen Winkel durchgeht. Auch ganz einfach. Man piekst den Zirkel in den Punkt M rein, zieht irgendeinen Kreis. Dieser Kreis schneidet die beiden Geraden. Die beiden Punkte markiert man. Den Kreis kann man dann wieder wegschmeißen. Und jetzt stellt man den Zirkel wieder ein, gleiche Länge wie eben oder auch eine andere, und zieht um jeden der beiden roten Punkte rum einen Kreis, beide Kreise gleich groß. Die werden sich wieder in einem Punkt treffen. Den markieren wir. Den ganzen Rest können wir vergessen. Und jetzt müssen wir nur unseren ursprünglichen Punkt M mit dem so konstruierten Punkt verbinden. Und diese Strecke wird genau den Winkel teilen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, und was ich auch bei den folgenden Konstruktionen nicht machen werde, ich werde jeweils nicht mathematisch beweisen, warum das wirklich klappt. Das wäre Stoff für ein anderes Video. Aber wie ich vorhin schon sagte, die Griechen haben bei all diesen Dingen nicht nur die Zeichnungen gemacht, sondern sie haben auch, wie man zum Beispiel in den Elementen von Euklid nachlesen kann, mathematisch begründet, warum das funktioniert und warum das nicht nur so aussieht, als würde es funktionieren. Mit der Zeit haben sich eine Reihe von Problemen ergeben, Dinge, die man nicht so konstruieren konnte. Besonders die ersten drei, die ich hier aufgelistet habe, nennt man die klassischen Konstruktionsprobleme der Antike. Die erste Frage ist, wenn man einen Winkel halbieren kann mit dieser Methode, kann man einen Winkel auch in drei Teile teilen. Die zweite Frage ist das sogenannte delische Problem, benannt nach dem Orakel von Delos. Da gibt es eine alte Geschichte, eine Legende, dass das Orakel den Bewohnern der Insel, um die Pest abzuwehren, eine Frage gestellt hat, nämlich kann man einen Würfel verdoppeln? Gemeint ist, man gibt ihnen eine Strecke vor, das soll die Seitenlänge eines Würfels sein und sie sollen mit den Methoden, mit Zirkel und Lineal, eine andere Strecke konstruieren, die die Seitenlänge eines Würfels ist, der genau das doppelte Volumen hat. Geht das? Kann man das machen? Und die dritte Frage, auch ganz berühmt, ist in den alltäglichen Sprachgebrauch übergegangen, die Quadratur des Kreises. Damit ist gemeint, Sie haben einen Kreis gezeichnet und Sie möchten konstruktiv mit Zirkel und Lineal ein Quadrat konstruieren, das exakt dieselbe Fläche wie der Kreis hat. Das nennt man Quadratur des Kreises. Und die vierte Frage, keines der sogenannten drei klassischen Probleme, aber ähnlich interessant für die Griechen. Welche regelmäßigen Vielecke kann man konstruieren mit Hilfe von Zirkel und Lineal? Wir werden uns mit der vierten Frage beschäftigen, aber ich will ganz allgemein was zu diesen Problemen noch sagen. Es hat für all diese Probleme über 2000 Jahre gedauert, bis sie gelöst wurden. Das heißt, die Griechen sind damit nicht weitergekommen. Die Frage, ob man Winkel dritteln kann, muss man verneinen, das geht nicht. Die Frage, ob man Würfel verdoppeln kann, muss man verneinen, das geht nicht. Beide Fragen hat endgültig beantwortet der französische Mathematiker Pierre Vincel 1837, also wie gesagt, 2000 Jahre, über 2000 Jahre, nachdem die Griechen sich mit diesen Fragen beschäftigt haben, mit Methoden, die die Griechen einfach nicht zur Verfügung hatten. Das heißt, wie ich vorhin schon andeutete, ging es um eine völlig andere Vorstellung von Zahlen und Strecken. So haben die Griechen nicht gedacht und darum konnten sie diese Frage eigentlich auch gar nicht beantworten. Also die Antwort ist, man kann beweisen, dass das beides nicht geht. Es ist unmöglich, das zu tun. Und das gilt auch für die dritte Frage. Auch die Quadratur des Kreises ist nicht möglich. Das wurde dann noch etwas später, ungefähr 50 Jahre später, endgültig beantwortet von dem deutschen Mathematiker Ferdinand von Lindemann, der nämlich bewiesen hat, dass die Zahl Pi transzendent ist. Damit hängt das zusammen. Pi ist ja die Kreiszahl. Also diese Fragen wurden irgendwann beantwortet und ungefähr um die gleiche Zeit wurde auch die Frage beantwortet, welche regelmäßigen Vielecke man konstruieren kann. Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Also was ist mit regelmäßigen Vielecken, die man auch regelmäßige Polygone oder reguläre Polygone nennt? Gemeint, damit ist natürlich gemeint ein Dreieck, ein Viereck, ein Fünfeck, ein Sechseck und so weiter, so wie sie hier aufgezeichnet sind, bei denen jeweils alle Seiten gleich lang sind. Also ein regelmäßiges Dreieck nennt man auch ein gleichseitiges Dreieck, ein regelmäßiges Viereck ist natürlich ein Quadrat und so weiter. Viele von diesen Figuren konnten die Griechen damals schon konstruieren. Wir schauen uns gleich ein paar Beispiele an, aber es gab einige, bei denen sie gescheitert sind.
Konkret waren sie nicht in der Lage, ein regelmäßiges Siebeneck und ein regelmäßiges Neuneck zu konstruieren und auch einige andere nicht. Und auch diese Frage ist erstaunlicherweise 2000 Jahre lang ungefähr offen geblieben. Welche von den regelmäßigen Vielecken, die die Griechen nicht konstruieren konnten, kann man denn überhaupt konstruieren? Kann man dafür eine Regel finden und wie geht es sozusagen weiter? Aber wir schauen uns erstmal an, was die Griechen schon konnten. Die vielleicht einfachste Konstruktion ist das regelmäßige Sechseck. Da fängt man mit einem Kreis an. Dann zieht man eine Gerade durch den Mittelpunkt durch. Das liefert einem zwei Punkte schon mal, die auf dem Kreis liegen. Und jetzt piekst man den Zirkel in einen dieser beiden Punkte rein und zieht einen Kreis, der genau durch den Mittelpunkt geht. Und das macht man mit dem anderen roten Punkt auch. Das liefert einem, wie man in dieser Skizze sieht, vier weitere Schnittpunkte, die auf dem Kreis liegen, die jetzt hier markiert sind. Und das war es eigentlich schon. Jetzt kann man die ganze Konstruktion wegschmeißen, behält nur diese sechs Punkte, die man hat. Diese sechs Punkte ergeben ein Sechseck. Ein regelmäßiges Sechseck, darum geht es natürlich. Also das ist ganz einfach. Wie ist es mit dem regelmäßigen Dreieck, also dem gleichseitigen Dreieck? Wenn man das Sechseck erstmal konstruiert hat, was wir gerade gemacht haben, dann ist man eigentlich schon fertig. Man schmeißt einfach jeden zweiten Punkt weg von den Sechsen, die man konstruiert hat. Zum Beispiel diese drei. Was übrig bleibt, sind genau die Punkte, die man für ein gleichseitiges Dreieck braucht. Auch ganz einfach. Quadrat, genau so einfach, das müssten Sie jetzt nach dem, was wir wiederholt haben, auch locker selbst hinbekommen. Sie können es zum Beispiel so machen, Sie zeichnen sich eine Gerade, Sie markieren irgendeinen Punkt auf der Geraden, Sie fällen das Lot auf die Gerade, haben wir eben gerade gemacht. Jetzt pieksen Sie den Zirkel in Ihren Punkt rein und der schneidet die beiden Geraden, die beiden Punkte markieren Sie. Und jetzt fällen Sie durch einen der Punkte, die Sie eben konstruiert haben, nochmal ein Lot. Pieksen da nochmal den Zirkel rein, dem gleichen Abstand, kriegen einen weiteren Punkt und schon haben Sie Ihre vier Punkte, mit denen Sie ein Quadrat konstruieren können. Was etwas komplizierter ist, ist das regelmäßige Fünfeck. Da möchte ich Ihnen eben aber auch eine hübsche Konstruktion zeigen, die auch den Griechen schon bekannt war. Wie gesagt, ich werde nicht begründen, warum da wirklich ein Fünfeck rauskommt, aber es ist trotzdem ganz schön, das mal zu sehen. Das geht folgendermaßen. Sie fangen auch mit einem Kreis an. Eigentlich fängt man immer mit einem Kreis an. Hätte man auch mit dem Viereck machen können. Wie eben ziehen wir eine Gerade durch den Mittelpunkt durch. Das liefert uns einen weiteren Punkt. Wir brauchen gar nicht beide. Den habe ich jetzt hier markiert. Dann fällen wir das Lot auf den Mittelpunkt. Das liefert uns noch einen weiteren Punkt. Der ist da oben markiert. Das Lot können wir dann wieder wegschmeißen. Also ich mache das bei den Konstruktionen immer so, dass die Dinge, die man nicht mehr braucht, sozusagen wegradiert werden, damit man nicht so schnell den Überblick verliert. Jetzt halbieren wir die Strecke zwischen den beiden blauen Punkten. Da wissen wir ja auch schon, wie das geht. Das liefert uns einen weiteren Punkt. Wir können wieder zwei Punkte wegradieren und haben nur noch diese beiden. Und jetzt ziehen wir einen Kreis mit dem Mittelpunkt im blauen Punkt, so dass er durch den roten Punkt geht, den wir oben konstruiert haben. Das liefert uns einen weiteren Schnittpunkt mit der Mittelgeraden unten. Das ist der blau markierte da unten. Dann können wir den anderen blauen auch wegradieren. Und jetzt ziehen wir einen Kreis durch den roten Punkt oben, der durch den blauen Punkt geht. Das liefert uns zwei Schnittpunkte auf dem Kreis. Und mit dem gleichen Radius ziehen wir jetzt von den beiden neu konstruierten Punkten nochmal Kreise, die jeweils wieder den großen ursprünglichen Kreis schneiden. Einmal hier. Und einmal hier. Und fertig ist das Fünfeck. Das heißt, wir haben jetzt diese fünf Punkte, die wir verbinden können und haben ein Fünfeck konstruiert. Was die Griechen auch wussten, ist, wenn sie eine Figur konstruiert haben, ein regelmäßiges Polygon, dann können sie die Eckenzahl verdoppeln. Das heißt, sie können zum Beispiel, das werden wir gleich machen, aus einem regelmäßigen Sechseck ein regelmäßiges Zwölfeck machen. Das geht ganz einfach. Bei der Konstruktion hier zum Beispiel von dem Sechseck hatten Sie ja ursprünglich mal einen Kreis. Sie nehmen jetzt einfach alle Seiten, die sind ja alle gleich lang, und all diese Seiten werden halbiert. Wir wissen ja, wie das geht. Und die Senkrechten, die Strecken halbieren, die schneiden natürlich den Kreis jeweils irgendwo. Und an den Stellen markieren wir wieder neue Punkte. Das heißt, wir bekommen zu den sechs Punkten, die wir schon haben, sechs weitere Punkte hinzu. Und es ist, glaube ich, offensichtlich, dass das jetzt ein regelmäßiges
Zwölfeck ergibt. Und wenn Sie das haben, können Sie aus dem Zwölfeck ein 24-Eck machen und ein 48-Eck und so weiter. Also, was man auch hat, man bekommt noch einen ganzen Haufen neuer Polygone dazu. Wir hatten ein Fünfeck, damit können wir ein 10-Eck und ein 20-Eck konstruieren und so weiter. Und es gibt noch eine Methode, die den Griechen bekannt war. Wenn sie zwei verschiedene regelmäßige Polygone hatten, zum Beispiel wie hier ein Dreieck und ein Fünfeck, und die beiden Eckenzahlen, in diesem Falle 3 und 5, also teilerfremd sind, keinen gemeinsamen Teiler haben, dann können sie daraus auch ein neues regelmäßiges Vieleck machen, indem sie wie hier die beiden Polygone, die sie konstruieren können, so bauen, dass sie einen Punkt gemeinsam haben. Was dann passieren wird, ist, sie greifen sich irgendwo den kleinsten Abstand heraus zwischen zwei Punkten auf dem Kreis, zwischen zwei Punkten verschiedener Polygone. Das wäre zum Beispiel hier. Also ein Punkt ist von dem Dreieck und einer ist von dem Fünfeck. Und dieser Abstand, den Sie da bekommen, wird der Abstand sein von dem 3 mal 5-Eck, also von dem 15-Eck. Das heißt, Sie können die Eckenzahlen multiplizieren. Dass das immer klappt, liegt an dem umgekehrten euklidischen Algorithmus. Möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber wenn Sie davon schon mal gehört haben, können Sie sich überlegen, warum das immer hinkommen muss, wenn Sie zwei teilerfremde Eckenzahlen haben. Also wenn Sie diese beiden Punkte haben, dann können Sie alles andere wegradieren und können jetzt einfach den Zirkel so aufspannen, dass Sie einen Kreis ziehen mit dem Mittelpunkt in den einen Punkt und so, dass der Kreis durch den anderen Punkt durchgeht. Dann kriegen Sie einen weiteren Punkt und so können Sie weitermachen und haben dann in diesem Fall zum Beispiel ein 15-Eck konstruiert. Angefangen mit einem Dreieck und einem Fünfeck, 3 mal 5, 15-Eck. Und das war im Prinzip der Stand der Dinge damals in der Antike. Also wir haben zum Beispiel gesehen, Dreieck, Viereck, Fünfeck können wir konstruieren. Dafür gab es jeweils Konstruktionen. Wir haben gesehen, wenn man das mit 2 multipliziert, das geht auch. Also zum Beispiel, weil das Dreieck konstruierbar ist, ist das Sechseck und damit auch das Zwölfeck konstruierbar. Weil das Viereck konstruierbar ist, ist auch ein Achteck konstruierbar, etc. Und wir haben eben zum Schluss gesehen, Produkte von teilerfremden Zahlen geht auch. 15-Eck, weil 3 mal 5, das würde auch funktionieren. Aber dazwischen gibt es ja noch Lücken. Kann man ein 7-Eck konstruieren, ein gleichmäßiges? Kann man ein 9-Eck konstruieren, 11, 13, 14 und so weiter? All diese Fragen konnten die Griechen nicht beantworten. Sie konnten keine Konstruktion angeben. Sie konnten aber auch nicht mit Gewissheit sagen, dass es nicht geht. Es hätte ja auch einfach daran liegen können, dass bisher einfach niemand drauf gekommen ist. Und das war der Stand der Dinge, der sich im Prinzip 2000 Jahre lang nicht geändert hat. Es gibt die Konstruktion eines 7-Ecks aus dem 15. Jahrhundert, das ist also auch schon viel später, da kann man auch fast schon von 2000 Jahren rechnen, von Albrecht Dürer, der eigentlich kein Mathematiker war, aber durchaus auch in der Geometrie gearbeitet hat. Die Konstruktion möchte ich Ihnen kurz zeigen, die sieht folgendermaßen aus. Wie üblich fangen wir mit einem Kreis an, dann ziehen wir eine Gerade durch den Mittelpunkt, die den Kreis schneidet. Wir markieren diesen Punkt, den wir bekommen. Die Strecke zwischen diesen beiden Punkten halbieren wir, wie üblich, mit einer Mittelsenkrechten. Das liefert uns im Schnitt einen Punkt auf dem Kreis, diesen roten hier. Jetzt schmeißen wir das meiste weg, wir behalten nur zwei Punkte übrig und ziehen einen Kreis durch den roten Punkt, der durch den blauen Punkt verläuft. Dieser Kreis schneidet unseren ursprünglichen Kreis in zwei Punkten, von denen markieren wir beide. Und jetzt können wir ausgehend von den Abständen dieser Punkte weitere Punkte auf dem Kreis markieren. Immer so weitermachen. Und damit haben wir sieben Punkte und wir haben unser Siebeneck. Und jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wenn das so eine schöne, einfache Konstruktion ist, die der Dürer da gefunden hat, warum haben die Griechen das nicht gefunden und warum hat es 2000 Jahre gedauert, bis jemand das gefunden hat? Die Antwort ist, dass diese Konstruktion nicht richtig ist. Ich habe das Ganze nochmal aufgezeichnet, so wie wir eben dahin gekommen sind, allerdings mit feineren Linien. Und was ich jetzt mache, ist, ich nehme den letzten Punkt, den wir konstruiert haben, unten rechts und ziehe nochmal von da aus den gleichen Abstand, der dann hier landen würde, und schauen wir das Ganze in der Vergrößerung an. Und da sehen wir,
dass die beiden orangen Linien sich nicht genau auf dem Kreis unten schneiden. Das heißt, das, was Dürer da konstruiert hat, ist genau das, was ich am Anfang erzählt habe, eine Konstruktion, die so aussieht, als würde sie funktionieren, die aber mathematisch nicht korrekt ist, also von der man mathematisch nicht beweisen kann, dass man wirklich ein regelmäßiges Siebeneck konstruiert, weil es eben kein regelmäßiges Siebeneck ist. Man muss allerdings zur Verteidigung hier sagen, dass Dürer sicherlich auch nicht behauptet hat, dass er das getan hat. Es ging ihm sicherlich nur darum, dass er für Künstler eine einfache Methode angeben konnte, mit der man ein Siebeneck basteln kann, was fast so aussieht, für alle Zwecke gut genug, wie ein regelmäßiges Siebeneck. Aber aus Sicht der Mathematik war das kein Fortschritt, es war, wenn überhaupt, nur eine interessante Näherungskonstruktion. Die Lösung der Frage begann dann noch etwas später, 1796, mit dem berühmten Carl Friedrich Gauß, der mit 19 Jahren es geschafft hat, ein regelmäßiges Siebzehneck zu konstruieren. Also eins von den Polygonen, an denen alle anderen 2000 Jahre lang gescheitert sind. Und damit hat er dann den Baustein dafür geliefert, die Frage endgültig zu beantworten. Vielleicht sollte man vorab auch mal sagen, was genau Gauß mit 19 Jahren gemacht hat. Gauß hat nicht wirklich dieses Siebzehneck konstruiert, sondern er hat etwas gemacht, was für ihn sozusagen mathematisch wesentlich aussagekräftiger war. Er hat diese Formel da unten bewiesen. Er hat gezeigt, dass man den Kosinus des Winkels, den man bekommt, wenn man den ganzen Kreis in 17 Stücke aufteilt, dass dieser Kosinus sich darstellen lässt in einer bestimmten Form. Und für einen Mathematiker war damit klar, dass man diese Zahl dann auch konstruieren kann und dass man damit dann auch das 17-Eck konstruieren kann. Das war eigentlich die entscheidende Sache. Und das hat er, wie gesagt, mit 19 Jahren gemacht, aber er hat dann noch weiter an der ganzen Geschichte gearbeitet und hat dann einige Jahre später veröffentlicht die endgültige Antwort auf die Frage. Also das heißt, er hat für alle Vielecke begründet und bewiesen, wie es denn nun mit der Konstruierbarkeit steht. Ich habe hingeschrieben, dass eine Aussage von Gauß und von dem Wanzel, den wir vorhin schon erwähnt haben, weil Gauß zwar die komplette Aussage kannte, aber nur den einen Teil der Aussage tatsächlich aufgeschrieben hat und veröffentlicht hat. Und den zweiten Teil hat dann Wanzel bewiesen. Es ist aber, wie man aus den Aufzeichnungen von Gauß sehen kann, Gauß durchaus bekannt gewesen, dass der ganze Satz gilt und er hätte ihn sicher auch beweisen können. Die Aussage sieht folgendermaßen aus: Man kann ein regelmäßiges n-Eck dann und nur dann mit Zirkel und Lineal konstruieren, wenn man diese Zahl n, also die Anzahl der Ecken, in einer bestimmten Form schreiben kann, so wie es hier steht in Blau. 2 hoch r mal p1 mal p2 mal und so weiter mal pk. Wobei 2 hoch r irgendeine Zweierpotenz ist. R kann auch 0 sein, das heißt 2 hoch r kann auch die Zahl einfach 1 sein. Und k kann auch 0 sein, das heißt dahinter stehen eine Reihe von Faktoren. Wenn da Faktoren stehen, diese p-Faktoren, dann müssen das alles sogenannte Fermatsche Primzahlen sein. Bevor ich dazu komme, was Fermatsche Primzahlen sind, noch eine kleine Anmerkung. Wenn Sie in dieser blauen Formel da oben k gleich 0 setzen und r auch gleich 0 setzen, dann kommt 1 raus. Und wenn Sie k gleich 0 setzen und r gleich 1 setzen, kommt 2 raus. Das würde bedeuten ein Eineck und ein Zweieck. Das sind sozusagen entartete regelmäßige Vielecke. Die kann man sicherlich konstruieren. Aber das sind nicht die, die uns interessieren. Interessant wird es dann, wenn die Zahlen größer werden. Also die Frage ist, was sind Fermatsche Primzahlen? Das sind Zahlen, die man in der Form schreiben kann, 2 hoch 2 hoch m plus 1. Solche Zahlen, die man als 2 hoch 2 hoch m plus 1 schreiben kann, nennt man auch Fermatsche Zahlen. Und Fermat hat vermutet, dass solche Zahlen immer Primzahlen sind. Das war aber falsch, wie später unter anderem von Euler gezeigt wurde. Allerdings sind zumindest für die ersten Werte kommen tatsächlich Primzahlen raus. Wenn man zum Beispiel für m 0 einsetzt, kommt raus 2 hoch 2 hoch 0, also 2 hoch 1 ist 2 plus 1 ist 3, also die erste Zahl ist 3. Wenn man für m 1 einsetzt, kommt 5 raus, dann geht es weiter mit 17, 257 und 65.537. Von diesen 5 Zahlen wusste Fermat schon, dass sie Primzahlen sind und wie gesagt, er hat dann vermutet, dass es so weitergeht. Tatsächlich ist es aber so, dass
die ganzen Zahlen, die danach kommen, alle erstmal keine Primzahlen sind, bis hin zu sehr, sehr großen Zahlen, mit denen man das inzwischen mit Computern überprüft hat. Und man vermutet inzwischen aus verschiedenen Gründen, dass es tatsächlich keine anderen Fermatschen Primzahlen gibt. Das ist aber eine Frage der Zahlentheorie, die für uns jetzt erstmal nicht so wichtig ist. Wichtig ist die Aussage von Gauß und Wanzel: Wenn man eine Zahl so schreiben kann, wie da oben in Blau, dann kann man das regelmäßige N-Eck mit Zirkel und Lineal konstruieren. Wenn nicht, dann nicht. Das bedeutet also, diese Tabelle aus dem Altertum können wir jetzt vervollständigen. An vielen Stellen, wo die Frage noch offen war, wie zum Beispiel bei 7, bei 9 und bei 11, können wir jetzt klar und deutlich sagen: Nein, das kann man definitiv nicht mit Zirkel und Lineal konstruieren. Also zum Beispiel das Siebeneck, wo wir die Dürer-Konstruktion gesehen haben, da wird es niemals eine exakte Konstruktion geben, wenn man nur diese beiden Werkzeuge zur Verfügung hat. Einige Zahlen tauchen in dieser Tabelle auf, die neu sind und mit denen vorher niemand gerechnet hatte. Natürlich die 17 oben links und dann weiter unten das 257-Eck. Was hier zum Beispiel auch auftauchen wird, ist 2 mal 17, das steht nicht in der Tabelle, 34. Und einige andere Zahlen, die diesem Muster entsprechen. Von einigen, wie gesagt, wussten wir das schon, aber mit der 17 ist etwas komplett Neues dazugekommen. Ja, zum Schluss vielleicht noch etwas zu der tatsächlichen praktischen Konstruktion. Ich habe ja schon gesagt, dass Gauß selbst gar keine wirkliche Konstruktion angegeben hat. Tatsächlich machbare Konstruktionen für das 17-Eck wurden dann kurz danach von verschiedenen Leuten veröffentlicht. 1819 hat ein Herr namens Pauker die erste tatsächliche Konstruktion eines 17-Ecks veröffentlicht. Kurz danach ein Herr namens Erchinger, dann eine ganze Zeit später jemand namens Richmond. Und wie Sie sehen, hat diese Frage auch noch Ende des 20. Jahrhunderts die Mathematiker beschäftigt. 1991 hat Duane de Temple eine Konstruktion veröffentlicht, die wiederum ganz anders als die drei vorher war. Lustigerweise haben sich auch Leute gefunden, die tatsächlich Konstruktionen für das 257-Eck angeboten haben, unter anderem auch der Herr Pauker, den wir da vorhin erwähnt haben. Ich habe da mal im Hintergrund von Tech ein 257-Eck zeichnen lassen und ich denke, Sie müssen zugeben, dass man überhaupt nicht mehr erkennen kann, dass das kein Kreis ist. Das ist tatsächlich ein 257-Eck. Auch da gab es verschiedene Konstruktionsangebote, jeweils wieder andere als die vorherigen. Das letzte sogar aus dem Jahre 1999 von einem Mathematiker namens Gottlieb. Und die Krönung der ganzen Geschichte ist, dass tatsächlich ein Herr namens Hermes 1894 einen Artikel eingereicht hat bei der Universität Göttingen, in dem er gezeigt hat, dass man, wie man das 65.537-Eck konstruiert, von dem Gauß und Wanzel bewiesen hatten, dass man es konstruieren kann, aber halt eben nur theoretisch. Diese Arbeit, von der man unten rechts einen Ausschnitt sieht, liegt inzwischen in einem schönen Koffer im Keller der Universität Göttingen. Sie besteht aus vielen hundert Seiten. Und ich befürchte, dass niemand jemals diese Arbeit tatsächlich ganz gelesen hat. Aber offensichtlich war es eine Fleißarbeit, an der dieser Herr Hermes mehrere Jahrzehnte gesessen hat. Und man muss wahrscheinlich vermuten, dass in so einer umfangreichen Arbeit mit so vielen Berechnungen ohnehin irgendwelche Fehler sein werden. Aber wir werden es nie erfahren, es sei denn, Sie wollen mal nach Göttingen gehen und sich das Ding anschauen. Wir werden zum Schluss, just for fun, uns eine Konstruktion des 17-Ecks tatsächlich anschauen. Es gibt eine vergleichsweise einfache von Herbert William Richmond, da oben von 1893. Und die wird den Rest dieses Videos ausmachen, ohne Ton, einfach zum Anschauen, wie das funktioniert.